Vocoder, da kennt man schon seit den 30er Jahren. Das sind Synthesizer, die man mit der menschlichen Stimme modulieren kann, also eine ganz neue Möglichkeit hat, das Instrument zu spielen, also nicht nur Anschlagdynamik oder vielleicht mal Modulation Wheel oder Pitch Bend, sondern wirklich die Formung eines Klangs mit dem Mund, mit den Stimmbändern, mit den ganzen Resonanzen und Stimmkörper und so weiter. Vocoder kann man heute relativ günstig kaufen. Ich glaube, es gibt für einen Behringer einen mit Tastatur für ein paar hundert Euro. Ich habe mir überlegt, gibt es vielleicht was Mobiles für das iPad? Weil das habe ich eh schon immer dabei, für die Noten, und habe auch einen Bass drauf. Und da habe ich was gefunden, und zwar eine ziemlich alte App. Die gibt es schon seit über 8 Jahren. Und von Wir sind, also von einem deutschen Programmierer, ein wirklich tolles Plugin. Klingt fantastisch, nicht super stabil, muss man sagen. Zum Beispiel beim Save von Presets kann es sein, dass er auch mal abstürzt. Aber so im Betrieb läuft er durch, stundenlang. Und vor allem, er klingt richtig gut für 6,99. Und ich kann ihn integrieren in mein Setup. Wie das funktioniert, ist eigentlich relativ einfach. Ich nehme mein Mikrofon, das ich eh schon habe. Habe da so einen Mikrofonumschalter. Da kann ich dann wählen, gehe ich in den Vocoder rein oder ins normale Mischpult. Und ja, wenn ich nicht ins normale Mischpult reingehe, gehe ich eben in einen kleinen Mikrofonvorverstärker. Der hängt hier. So ein iRig Pre von IK Multimedia. Von dem aus geht's raus, ins iPad rein, analog, nicht digital. Und das war es eigentlich schon. Ich brauche also nur einen Switch für ein paar 20, 30 Euro. Diesen Vorverstärker kostet aktuell, glaube ich, 30. Und die 6,99 für die App. Und schon habe ich einen Vocoder live dabei und der klingt richtig, richtig gut. So, dann werfen wir noch kurz einen Blick auf die App und ihre Funktionen. Ich kann prinzipiell in den Vocoder einzelne Samples einladen. Diese Samples, die nennen sich Voxels. Hier habe ich die Möglichkeit, die auszuwählen. Ich kann auch welche dazuladen, persönlich. Ich kann aber auch hier aus den Presets welche auswählen. Die klingen ungefähr so. Einstellen kann ich die Teile hier in dem Reiter Voxel. Da gibt es also die Möglichkeit, Start, End und Hold einzustellen. Und ich kann die sogar in den Sequencer reinladen. Aber ich nutze eigentlich den Dinger hauptsächlich zum wirklich selber reinsingen. Wenn ich selber reinsingen möchte, dann darf ich nicht vergessen, dass ich hier die Mikrofontaste drücken muss. Nämlich diese hier. Und dann geht's. Hey, you, hey, you, hey, you, hey. Auf der Edit-Seite kann ich die Vocoder Parameter einstellen. Zum Beispiel kann ich den ganzen Vocoder in Mono schalten, wie beim Synthesizer. Und dann entsprechend auch mit Glide oder Slide spielen. Klingt dann so. In Polyphon kann ich Akkorde spielen. Was ich auch machen kann, ich kann eine Skala festlegen hier in diesem Menü und dann spielt der Vocoder auch nur die Töne von der Skala. Und zu guter Letzt geht unten geht's in die Synthese rein. Da kann ich also die Waveform einstellen. Es gibt verschiedene Waveformen, die teilweise wirklich sehr klasse klingen. Kann ich sehr viel Sounds machen und eben noch diverse Feineinstellungen. Muss jeder selber ausprobieren. Kann man selber ausprobieren. Bei Control zuerst mal zum Beispiel MIDI-Kanal einstellen. Hier habe ich mein Keyboard drauf eingestellt. Eine witzige Funktion, ich kann zwei Sachen steuern über MIDI-Controller. Das eine ist dieses Gender, also ob ich jetzt mehr männlich oder weiblich klinge. Und das andere, ein Vibrato, habe ich jetzt als Modulation Wheel drauf getan, klingt dann so. Hey. Hey. Hi.
Also nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, um das Ganze ein bisschen interessanter klingen zu lassen. Was die App auch kann, sie hat Background Audio, das ist dieser Schalter hier, kann ich ausschalten oder einschalten. Wenn Background Audio eingeschaltet ist, kann ich jederzeit in eine andere App gehen, zum Beispiel eine Drum Synthesizer App und die gleichzeitig spielen lassen. Also iVoxel, super Vocoder-App, 6,99, etwas älter schon, klingt aber wirklich immer noch am besten. Ich habe keine bessere gefunden und wurde programmiert von der Firma Wirsynth. Die sind, glaube ich, aus Deutschland und wirklich klasse gemacht. Kann man nur empfehlen. Fly with me, baby, fly, 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 fly,